Grüezi miteinander, wir sind hier auf dem Betrieb von Nadine und Cédric Besson-Strasser, biodynamische Winzer. Würdet ihr schnell zeigen, wo ihr so euer Land habt, da rundherum? Wir sind hier in Laufenuwiese, das ist gerade direkt am Rheinfall. Wir haben hier etwa 100 Meter weiter rennen den Rheinfall. Man hört ihn im Sommer ein bisschen rauschen, im Moment hat es ein bisschen zu wenig Wasser, da hört man nicht. Dann haben wir hier einen grossen Teil der Reben, gerade direkt ums Haus herum. Das ist sehr praktisch, man sieht ein bisschen, was läuft und geht. Und dann haben wir noch einen anderen Teil oben im Dorf und dann verteilt auf 4-5 andere Dörfer. Etwa wie viel? Wir haben hier etwa 1 Hektare und dann noch 5 bis 6 Hektare sind dann noch verteilt, sogar eine in Schaffhausen. Das ist dann doch 20 Minuten Autofahrt. Aber es ist spannend vom Boden her, weil der einfach ganz anders ist, auch das Klima ist ein bisschen anders. Und das ist bei den Trauben immer das eigentlich Spannendste. Also wie viele Flaschen Wein sind das etwa? Das sind in guten Jahren etwa 40'000, aber das ist immer so eine Theorie, wenn du ein junges Kälbchen hast, dann kannst du es auch nicht gleich rechnen wie eine grosse Milchkuh. Also wenn ich eine Junganlage habe mit 1 Hektar, dann gibt es halt einfach noch nichts. Und wenn die dann mal so richtig im Saft ist, mit 25, 30 Jahren, dann ist es so richtig gut. Also ihr müsst 40'000 Kunden dazu bringen, in einem Jahr eine Flasche von euch aufzumachen? Zum Glück haben wir so Kunden, die jedes Jahr mit Freude kommen, sie reissen zu uns fast zu den Händen raus. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass wir es biodynamisch machen, weil es gibt schon immer mehr Leute, die einfach sagen, ja, wie ist es gemacht und wie haben das gemacht und wieso und warum. Und wir können es nicht erklären, wir können es nicht zeigen, wir können den Keller zeigen, wir können die Reben zeigen. Sie sehen einfach alles und ich denke, das ist so wichtig für die Kunden. Sie können nachvollziehen, woher das kommt, wie es gemacht ist, wie die Leute dort aussehen und was machen. Ich denke, das ist so halt eine Kundenbindung, die man im Geschäft nicht herbringt sonst. Also den Hof zeigen oder das Rebgut zeigen und eine Kundenbindung herbringen, das kann auch ein Biobauer. Warum macht er dann biodynamisch? Ja gut, für uns ist das biodynamisch natürlich das biologisch, würde ich fast sagen. Es ist, wir sind Teil von der Natur, oder? Also Bio ist nur Verzicht auf künstliche Mittel. Und bei uns, wir arbeiten mit der Mondphase, wir arbeiten mit der Natur, mit natürlichen Produkten. Das ist viel nachhaltiger, oder? Also wir machen Tee. Heute zum Beispiel haben wir auch einen Schartelhalm-Tee gemacht. Und das prägt unsere Wein viel, viel mehr. Also wir haben das Terroir viel mehr im Wein. Und das ist, wir merken viel mehr die Unterschiede zwischen den verschiedenen Jahren und verschiedenen Terroirs, also Böden. Was haben wir für Sorten? Wir haben 50% Weisswein-Sorten und 50% Rotweinsorten ungefähr auf dem Betrieb. Die meisten Weisswein-Sorten, die wir haben, ist der Röschling. Das ist eine uralte autochthone Sorte aus dem Kanton Zürich. Der ist da seit etwa 500 Jahren, oder, da am Rheinfall. Also den haben wir bald. Das ist ein ganz wichtiger Wein für uns. Und nebenbei haben wir natürlich das Pinot Noir, Blauburgunder, der sehr verbreitet ist in der Deutschschweiz. Und nebenbei haben wir noch ein paar Spezialitäten wie Chardonnay für den Weißen. Wir haben auch bei den Roten ein Zweigelt, Merlot, Malbec. Mit der Klimaerwärmung auch merken wir auch, dass jetzt andere Sorten auch da gehen in der Region wie eben Malbec und Merlot. Jetzt gibt es ja da eine ganz spannende Diskussion zwischen den resistenten Sorten, die ja eigentlich im Bio auf der Hand liegt, dass man sagt, wir wollen jetzt resistente Sorten, die sich selber wehren gegen den Pilz und ihr nehmt da mehr die Tradition. Kannst du da noch etwas sagen? Beide Ideen sind gut, würde ich sagen. Wir bei uns, wir schauen viel mehr auf die Vergangenheit. Also eine Rebsorte wie der Röschling zum Beispiel, da habe ich gesagt, gerade vorher ist da seit 500 Jahren. Und er ist nicht da für nichts. Er ist nicht in der Region gut eingewurzelt für nichts. Wir schauen mehr in die Vergangenheit zum Pflegen. Und ich meine, es geht sehr, sehr gut. Oder? Also wir brauchen keine resistenten Sorten. Aber natürlich haben wir auch etwa 5%, glaube ich, von dem ganzen Betrieb, haben wir auch resistenten Sorten. Wir schauen auch in dieser Richtung ein bisschen. Aber wir sind mehr für Tradition. Oder? Also ein Weinbaubetrieb ist mit Tradition verbunden. Und schauen wir viel mehr auf das. Was sind die speziellen biodynamischen Massnahmen, die ihr macht da auf dem Betrieb? Wir können sehr viel Tee spritzen. Also heute zum Beispiel, wir sind gerade vor dem Vollmond. Morgen ist Vollmond im Winter. Wir spritzen so quasi Schartelhalm-Tee, der dynamisiert ist, 20 Minuten auf dem Boden. Wir haben sehr viele Probleme mit Pilzen, oder? Also der Mehltau, echter Mehltau, falscher Mehltau, Botrytis, also Fulnis, sind Pilze. Wir schauen natürlich zum Beispiel beim Schneiden, sind wir jetzt am Schneiden. Die Reben, die ein bisschen mehr
würzig sind, gehen wir beim aufnehmenden Mann schneiden. Die, die normal sind oder schwach sind, eher beim abnehmenden Mann. Im Laufe der Saison spritzen wir immer mit Präparaten. Wir haben den 500 und den 501, also Kuhmistpräparat für den Boden. Das kommt vielmal im Frühling vor der Saison, also, oder wenn der Reben wächst. Und dann nachher gehen wir mit den 501, also Hornkieselpräparat, zum Auferstechen, die ganze Laub, die ganze Pflanzen zu verstechen. Und auch noch mit Tee, also Brennnesseltee, Schachtelhalmtee, Kamillentee. Wir sehen dann nachher, was wir haben. Die Idee ist zum Verstechen immer. Der Unterschied zwischen einem chemischen Mittel, das man einfach anwenden kann, und dann kann man am Abend schauen, ob die Placke kaputt ist oder der Pilz tot, ist, bei diesen Mitteln tut man ja, jetzt spritzt er jetzt für den ganzen Sommer. Oder? Das heisst, ihr wisst nachher nicht, ist es jetzt wegen dem oder wegen dem. Wie geht einem das? Also wie schafft man das innerlich irgendwie zu einer Evidenz zu kommen, zu einer Sicherheit? Ich glaube, das hat viel auch mit Vertrauen und mit Erfahrung zu tun. Im ersten Jahr macht man es so ein bisschen versuchsmässig. Wir haben im 2004 angefangen, da hat es noch niemand rundherum gehabt. Da haben alle gelacht und gesagt, oh, jetzt kochst du wieder ein bisschen Tee, ist noch lässig und was machst du denn und so. Und dann haben die Sommer haben sie gesehen, die hat noch eine schöne Rebe und dann sind sie erst noch bio. Und dann macht sie es noch biodynamisch, leck mir, dann geht ja gleich. Und ich glaube, es ist wirklich halt mit der Erfahrung, wo man wie so ein bisschen Sicherheit gewinnt. Ich meine, sicher, ganz sicher ist man nie. Es ist immer noch die Natur, soll auch so sein. Aber einfach so ein bisschen die Erfahrung, die einem zeigt, man sieht es auch und man fängt einfach vor allem an, viel mehr beobachten. Wenn ich gesagt habe, ist der Vorteil, wir haben die Reben quasi ums Haus herum. Man sieht jeden Morgen, wenn man aufsteht, es geht gut, es geht nicht so gut. Jetzt sind sie vielleicht ein bisschen hellgrün, sie sind ein bisschen, was weiß ich, hat irgendeinen Meltdown-Anfang oder irgend so etwas. Einfach, man lebt viel mehr mit. Man sagt nicht, ich habe gespritzt beim Chemischen und sagt, okay, jetzt kann ich 2 Wochen Ferien, jetzt bin ich ja easy geschützt. Sondern man geht halt wirklich am liebsten jeden Tag schauen. Man ist auch jeden Tag im Rebberg. Ich finde, man muss wirklich mitleben. Tee und den Mond berücksichtigen, ist mal der erste Schritt von biodynamisch. Gibt es noch andere Sachen, die ihr besonders macht, weil ihr biodynamisch sind, als Rebbauern? Ich glaube, bei uns ist vor allem Biodiversität ein grosses Thema. Da sieht man jetzt im Winter ein bisschen weniger, aber wenn man so da rauf schaut, haben wir ganz verschiedene Büsche gesetzt. Da ist einerseits ja die Vögel, weil bei uns im Rebbau ist ja eigentlich das Problem, dass bei uns Tiere fehlen. Das heisst, wir haben nicht jetzt einfach einen Stall mit Kühen, wo man dann quasi in den Rebberg reinlassen könnte. Wäre mal ein Versuch wert, aber wir haben kleine Schöfli. Das sind kleine Western-Schöfli, die gerade so schön unter den Tröten durchpassen. Und wir versuchen aber auch mit Einsaaten ganz viel zu machen. Da, im Sommer ist es da richtig romantisch im Rebberg. Ich sage immer, wir könnten fast noch Eintritt verlangen für unsere Rebberge, weil es da summt und brummt, da hat es Falter, da hat es Bienen, da hat es Hummel, das ist einfach von allem drin. Und auch fürs Auge ist es eigentlich eine Erholung, weil es hat da orange Ringelblumen, es hat Malven, es hat so eine Vielfalt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die Reben, weil denen geht es doch viel besser, wenn sie jetzt quasi neben der Teerstrasse quasi aufwachsen. Und ich finde, so etwas muss man sich halt überlegen, wie sieht mein Betrieb aus? Habe ich einen Haufen Hügel oder habe ich bei uns leider noch ein bisschen Autobahn nebenzu, dass man die irgendwie versuchen, wie so ein bisschen zu verdrängen mit zum Beispiel Büschen oder Bäumen oder einfach so verschiedene Sachen. Gibt es dann noch aus den biodynamischen gewissen Aspekten, die das Tierische dann besonders noch in den Rebberg holen sollte? Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und bei uns können wir nicht gerade Kühe also wir haben keine Kühe, wir haben keinen Platz für Kühe oder im Moment oder für Pferd. Aber die kleine Schöf, es ist ein Aspekt gewesen, wo uns sehr, sehr gut gefallen hat. Und vor etwa 10 Jahren, 12 Jahren haben wir das eingebracht. Und das bringt, weil Pflanze lebt zusammen, muss zusammen leben. Die Pflanze ist da für die Tiere eigentlich. Also das Tierisches und das pflanzliche Welt gehört zusammen. Wir haben auch Hühner. Wir machen jetzt Tests mit Hühnern. Das ist Teil von der Biodiversität auch. Ist es dann immer noch ein veganer Wein? Das ist ja sowieso eigentlich, ich finde, fast ein bisschen eine übertriebene Frage. Es ist vor allem nachher im Keller, wo die ganze vegane Geschichte kommt, tue ich nachher den Wein schön mit Eiweiß oder mit Milch oder mit was auch immer für Sachen. Darum, also ich glaube, die Geschichte mit dem veganen Wein, wir sind nicht zertifiziert, aber es wäre vegan. Also jetzt haben wir viel gehört von euch, ganz spannend. Jetzt gehen wir noch ein bisschen konkret schauen, was wir da alles finden auf diesem Betrieb. Also da haben wir da so einen wunderschönen Kupferkessel, der aussieht, wie wenn man würde irgendwie einen Schnaps oder einen Tee machen. Was machst du da? Das ist für unsere Corona. Wir machen hier einen Schachtelhalmtee. Das ist sehr gut gegen die Pilze, wie der Cedric schon gesagt hat, damit sie quasi im Boden hineinbleiben, die Pilze, und nicht auf die Reben gehen. Wir haben das gestern eingelegt. Das ist Schachtelhalm, das ist jetzt schon gemahlener Schachtelhalm und quasi wieder ausgetrocknet.
Also das ist nicht der Tee. Das ist, Der Tee ist da unten rein, gell? Der ist, der ist jetzt schon da, ja. Ah, das ist der Satz, das ist Teekraut. Das ist Teekraut eigentlich, ja. Genau, von dem Schachtelhalm. Genau, der Schachtelhalm, das ist ja ein Rezept vom Steiner, der sagt, wir tügen dann einfach den Pilz dort lassen, wo er ist. Genau, ja. Nicht bekämpfen, sondern in den Boden runter tun, wo er hergehört. Ja. Den Schachtelhalm hast du noch da hin. Eigenen Tee. Und zwar sind das, das ist eigentlich das Schöne bei der Biodynamie, wir können alle unsere Sachen selber sammeln. Ich muss nicht beim Chemiekonzern XY etwas bestellen, sondern ich kann alles selber sammeln. Schachtelhalm haben wir sehr viel da um den Betrieb herum, weil das früher ein Riet war. Das heisst, es ist sehr feucht. Und ein anderer Rebbauer würde sich nerven, weil er jetzt einen Haufen Schachtelhalm da in seinem Rebberg inne hat oder unten am Rebberg hat. Wir freuen uns, gehen dann sammeln und machen nachher unseren Tee daraus. Dasselbe halt auch mit der Weide, haben wir extra gesetzt. Das ist die Weide, das kennt ihr vom Korbweide. Das ist eigentlich der Grundstock vom Aspirin. Genau, mit der Salicylsäure. Dann habe ich selber im Garten Kamille, wo zwar ein bisschen mühsam ist zum Sammeln. Und es gibt auch nicht so wahnsinnig viel, wenn es dann mal getrocknet ist. Ja. Genau, das brauchen wir in der Rebe vor allem in ganz heissen Tagen. Und wir können ein bisschen quasi abkühlen, die Rebe, damit die da nicht überhitzen. Dann haben wir noch Brennnesseln, die bei uns auch. Jeden anderen Winzer wird sich nerven, weil er Brennnessel im Rebberg hat. Wir freuen uns und machen wieder einen Tee draus. Wir machen nachher, trocknen die zuerst bei uns und behalten sie so schön in der Kiste. Dann bleiben die wunderbar und im nächsten Frühling, wenn sie vielleicht noch nicht gewachsen sind, kann ich schon loslegen mit einem Brennnesseltee, um die Pflanzen wieder zu stärken. Also die drei sind eigentlich alle drei gegen den Mehltau eigentlich. Ja. Beim Schachtelhalmtee wäre es eine Art der Pilz dorthin tun, wo er ist. Mhm. Bei der Weide wäre es eher Pflanzenstärkung, oder? Da kann man als Aspirin denken, das Beugsame, das Weichwerden. Und bei den Brennnesseln wäre es auch stark, die Immunkraft der Pflanzen stärken. Und Kamille wäre dann eher so ein klimatisches Ding, so ein bisschen wie man ein Kind Kamillentee gibt, um das Fieber senken oder beruhigen und so. So, ja. Ein Teil von diesen Pflanzen sind ja die sogenannten Präparate-Pflanzen und ihr braucht die jetzt auch, ohne sie zu präparieren. Ja. Das sind vor allem Weiterbildungen, die wir machen. Wir sind in der Vereinigung der biodynamischen Winzer in Europa, das ist Biodiva. Da gibt es natürlich auch fortlaufend Weiterbildungen. Wir lesen aber auch sehr viel, halt einfach, was man so findet über Biodynamie. Teilweise vielleicht auch aus einer anderen, es muss jetzt nicht unbedingt über Rebbau sein, es kann aus dem Obstbau oder sonst irgendwo herkommen, dass man es dann vielleicht adoptiert und sagt, okay, wir probieren es mal, wie es funktioniert. Im Moment sind wir jetzt gerade neu Sachen machen mit wurzelechten Pflanzen. Dann kommen wir mal wieder in die Sortenspezifität, dass man vielleicht sagt, gut, wir lassen mal die Pfropfen quasi weg und lassen halt jetzt den Räuschling wurzelecht wachsen. Ist vielleicht ein bisschen schwächer, aber dafür ist er vielleicht resistenter. Also ich glaube, es hat wirklich sehr viel halt auch mit Versuch zu tun, dass man selber sagt, hey, ich probiere jetzt das. Das Risiko hast du immer, aber das Risiko hättest du auch, wenn du nichts eingehst. Aber ich sage jetzt mal noch Risk noch fun. Das ist halt ein bisschen so. Aber das Biodynamische ist ja vielfach so überzeugend, weil es so ein geschlossenes Denksystem ist und so eigentlich man genau weiss, was man muss machen und sogar jeden Tag im Kalender kann schauen, was man macht. Jetzt sehen wir da plötzlich Leute, die uns sagen, sie dürfen da viele Sachen ausprobieren. Wie findet ihr den Widerspruch? Ich finde, es ist kein Widerspruch. Es ist ja mehr, also ich sage jetzt mal, der Kalender ist mehr so ein Leitfaden. Ich kann den nicht jeden Tag anwenden, weil entweder stimmt Meteo nicht oder es stimmt halt gerade nicht vom Personal her, das ich habe oder von was auch immer, habe ich noch einen anderen Termin. Also ich finde, es ist so ein eine Leitlinie, die ich mir nehmen kann. Und wenn es passt, ist gut, aber ich kann es nicht eins zu eins atmen und das will ich auch nicht, weil ich will genau nicht so in dem Kalender gefangen sein, wie jetzt vielleicht ein Chemiekonzern Bauer, wo dann halt einfach, der Herr XY hat mir gesagt, ich müsste dann düngen, dann muss ich spritzen, dann muss ich säen, dann muss ich das machen. Das will ich eben genau nicht. Und ich glaube, das ist schön mit der Biodynamie, weil es jeder so kann anwenden auf seinen Hof, wie er will. Also ich sage jetzt mal, es muss einfach zu ihm passen. Also du fühlst dich eigentlich freier? Viel freier. Ich kann ja machen, wann ich will. Also ich meine, schlussendlich, klar muss ich noch davon leben. Aber das ist auch mein Problem. Also ich meine, wenn ich mit wenig zufrieden bin, kann ich mit wenig leben. Und wenn ich etwas mehr will, ja, dann muss ich halt auch etwas mehr machen. Tönt ihr die Tee da irgendwie noch vergären lassen? Oder ausser, dass ihr sie einfach Tee macht, warm macht und dann als Tee spritzt? Also da haben wir einfach warm gemacht. Ich mache immer ein paar Tage im Voraus, dass ein bisschen gärt. Oder? Also es braucht einfach 3 Tage. Also wenn es ein bisschen schaumt drauf, wenn es ein bisschen Schaum ist, heisst es gärt. Und dann können wir nachher anwenden. Oder?
Also nicht einfach den Tee machen und dann anwenden, sondern immer auch noch ein bisschen vergären lassen. Ich glaube, vor allem beim Schachtelhalm ist das wichtig. Ja, vielmal machen wir das so, oder? Also es kommt immer darauf an, wie viel Zeit haben wir, das Zeitfenster, das wir haben. Ja, aber normalerweise, ja. Ist es im Frühling, dann machen wir vielleicht schon mal ein Brennnessli auch, um quasi ein bisschen pfupfen. Und wenn es zum Beispiel den Herbst zugeht, dann brauchst du es vielleicht nicht mehr so. Dann ja. Tust du es einfach so spritzen. Was haben wir da sonst noch? Also da haben wir ein Dynamiseur. Also wenn der Tee gemacht ist, dann wir nicht nur Tee machen jetzt in dem Sinn. Wir bringen das auf den Boden heute. Es hat Schnee, es verstärkt noch die ganze Präparat. Wir schauen im Winter immer beim Vollmond, die Schachtelhalm-Tee dynamisieren, 20 Minuten und nachher auf den Boden bringen. Warum wird im Winter das Ganze noch verstärkt vom Mond? Gut, das ist eine Idee von Rudolf Steiner. Er sagt, der Schachtelhalm ist ein ganz guter Tee, eine ganz gute Pflanze. Also mit dem Brennnessel. Brennnessel und Schachtelhalm sind die besten Pflanzen. Und Schachtelhalm ist eher denkt im Winter auf dem Boden. Und es ist auch geschrieben, dass das Schnee verstärkt. Oder? Und das Jahr haben wir Glück, dass wir viel Schnee haben. Und ich schaue immer, dass, wenn es Schnee gibt und morgen ist noch Vollmond noch dazu, dann bringen wir das an. Also jetzt sehen wir hier auf die eine Seite drehen und dann kehrt es und geht auf die andere, bis es einen Trichter gibt innen durch. Nadine, was ist das genau? Wir kreieren hier eigentlich ein Chaos. So quasi jedes Teil wird wirklich voll aufgeladen und es wird einfach so fein gemischt. Also einfach die pure Energie, man kann sich da eigentlich vorstellen. Wenn wir mal schauen, wie das hier schaumt und tut. Also so eine viele Energie, die sehen wir sonst nur am Reifall unten. Und wichtig ist natürlich auch, dass es da innen durch, seht ihr jetzt, innen durch tut es schneller drehen als aussen. Darum gibt es einen Trichter. Das heisst, wenn man sich da vorstellt, dass es Wasserschichten hat, die da innen durch sind, dann heisst die Schichten, die aneinander reiben. Das Wasser wird innerlich ganz eine grosse Oberfläche. Man kann das ausrechnen, die Oberfläche geht etwa bis zum Saturn. Das ist wahnsinnig, ja. Dann gut. Also wir sind da ein Teil vom Kosmos, wenn wir das machen, oder? Das ist so eine Vorstellung vom biodynamischen Bauer. Er ist nicht allein da, sondern die ganze Umgebung holt er rein. Also nach dem biodynamischen Grundmuster ist es natürlich genau das Gegenteil von dem, was man vielleicht schon denkt. In den Kinderbüchern sagt man ja, dass der Schnee eigentlich wie ein Schlafdecke ist über den Boden. Im Biodynamischen ist der Boden im Winter am wachsten. Das heisst, im Winter nimmt die ganze Weite auf. Und durch den Schnee wird das eigentlich fast noch verstärkt. Und darum gehen sie jetzt in den Schnee rein und bringen das Präparat, Schachtelhalm, bringen sie da aus. Wie viel duschst du da spritzen? Wie viel Menge? Wir spritzen 30 Liter pro Hektar ungefähr. Aha. Das sind ganz kleine Mengen, oder? Ja. Jetzt gehen wir hier noch in den Keller rein zu euch. Da ist alles sehr neu und modern gebaut. Und das Erste, was einem auffällt, und das sieht man jetzt halt nicht in der Kamera, das ist, es schmeckt wie in einer Bäckerei. Was schmecke ich da? So, wie soll ich sagen, es ist eigentlich die ganze Gärung, die halt sehr viel Geschmack abgibt. Und das ist beim Biodynamischen speziell, weil man nicht einfach jetzt den Bäck quasi eine Hefe dazu nimmt, sondern weil man das spontan vergären lässt. Rundum sehen wir hier alle die Gärbottiche aus Holz, teilweise auch aus Stahl. Da innen tun wir unsere, vor allem Pinot Noir, gerade direkt das teilweise ganze Trauben und sonst abbeeren und nachher tun wir einfach warten. Also wir sind eigentlich ein bisschen faul, aber wir machen es schon kontrolliert. Es ist nicht so, dass wir dann einfach auf so viel Küstchen hocken und warten, sondern es wird kontrolliert. Das heisst, am Morgen wird degustiert, über Mittag wird degustiert, am Abend wird degustiert. Das ist das, was sich dann alle so schön vorstellen und denken, ui, das ist jetzt aber romantisch, beim Winzer hast du den ganzen Tag ein bisschen Weiss auf Deutsch gesagt. Ist natürlich nicht ganz so, weil so ein vergärender Wein, der schmeckt jetzt noch nicht wirklich so fein, sondern er hat noch rechte Säure, hat vielleicht auch ein bisschen Gerbstoff. Verstehe ich das richtig? Dann tun ihr also nicht Hefe dazu oder irgendeine Bakterien dazu, sondern ihr schaut, welche Bakterien und Hefe entsteht auf eurem Betrieb und der tut dann den Wein vergären. Das ist ein unheimliches Risiko, oder nicht? Ja, nicht unbedingt, weil also die Hefe und die Bakterien, wie du sagst, wir haben schon im Rebberg. Und wir nehmen es mit, wir packen es mit im Keller. Also eigentlich ist das überhaupt kein Risiko. Mit der Zeit, wo wir jetzt biodynamisch sind, also wir brauchen jetzt keine Hefe seit 15 Jahren jetzt. Und
Das geht tipptopp, oder? Natürlich, die Übergangs ist ein bisschen schwierig, aber nach 2-3 Jahren ist überhaupt kein Problem. Also das ist wie, wenn man anstatt Hefe braucht zum Brot machen, nimmt man Sauerteig, tut das auf die Seite legen, oder man wartet, man tut das Mehl beregnen und legt es in Acher rein, wo der Weizen gewachsen ist, und nimmt dann die Pilze, die da waren, um ein Brot zu machen. Ja, genau. Also wir warten wirklich, also jede Wein gärt selber, so quasi jede Parzelle gärt selber. Da haben wir den Pinot Noir, zum Beispiel den Klosterberg, das ist eine Parzelle oben am Dorf. Und wir schauen, dass jede Wein oder jede Tank selber gärt. Klar können wir auch ein bisschen einen Ansatz machen, es ist auch möglich, um das Risiko ein bisschen vermindern. Aber normalerweise bei uns dort alles so quasi selber gären. Und das gärt immer noch zum Teil. Also wir haben immer noch Wein drin, der Riesling zum Beispiel in Dampfer. Wir gehen dann nachher schauen. Der gärt immer noch. Wir sind bald im Februar. Und der ist immer noch am Gären. Also es gibt Wein, klar, es geht nicht so quasi alles in einer Woche. Manchmal braucht es Monate. Und wir haben einen Wein, der Riesling, der will einfach seine Zeit nehmen. Wir lassen ihm seine Zeit und er gärt immer noch jetzt, oder? Dazu muss man wissen, dass das nicht üblich ist, sondern normalerweise geht die Gärung 2-3 Wochen spätestens, wird sie rausfiltriert und alle Bakterien werden weggehen. Tun ihr die Bakterien untersuchen, was das ist? Habt ihr wirklich pro Parzelle verschiedene Bakterien? Also es sind ja vor allem Hefe, die bei uns arbeiten. Bakterien haben wir nicht so gerne, die machen uns eher Essig, da wollen wir ja nicht. Aber es ist eigentlich nicht so, dass wir das untersuchen, weil wir wollen ja nicht das Jahr darauf wieder die gleichen kreieren, weil dann müssten wir jedes Mal irgendwie auf die Seite tun, sondern es geht wirklich nur, ist es sauber, ist es nicht sauber. Also es ist wie so ein bisschen quasi, ist es gesund oder ist es krank. Ob das nachher einer nach Blumen oder ob es einer nach, was weiß ich, Nägel schmeckt, ist mir dann eigentlich gleich, sondern es ist wirklich einfach sauber, muss es sein. Was haben wir denn für Korrigiermöglichkeiten? Wir degustieren immer ständig. Wir können sehr, sehr kurzfristig korrigieren während der Gärung. Für die Rot zum Beispiel, weil die Rot, die gären zusammen mit der Haut. Also wir geben viel Luft, wir schauen, wir tun normalerweise nicht so korrigieren. Wenn wir eine gesunde Ausgangstraube haben, dann kommt es eigentlich, kann es gar nicht anders kommen. Und ich glaube, das ist wirklich das, was wir jetzt gemerkt haben, seit etwa 10 Jahren, dass einfach die Trauben, die kommen rein, wir können die spontan vergären lassen und dann so ein Jahr später kann man es zum Fässchen rausnehmen und es ist einfach grandios. Man muss da nicht noch irgendwie schleifen und machen und es stinkt noch nasse Socken und andere Sachen. Wo man sonst teilweise Kellereien Sachen sieht und man denkt, oh, ist das gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es korrigieren muss. Also klar könnte man einen Haufen so Mittel nehmen und Zeug und Sachen, aber einfach, es macht Freude, weil man sieht, das Ausgangsprodukt oben war wunderbar, deren ist es gut gegangen und dann kann man im Keller eigentlich nur noch begleiten. Wir machen dann nicht mehr Wein machen, sondern wir machen dann einfach noch Silo, einfach ein bisschen Erde lassen. Das ist ein Gesamtpaket so quasi. Also wie der Nadine gesagt hat vorher, im Rebberg machen wir Einsaat, wir haben Schöfli. Also die Reben, die fühlen sich wohl. Finden wir. Also wir sind sicher, dass die Reben sich wohl fühlen. Die Mitarbeiter fühlen sich auch wohl, oder? Dass die arbeiten auf jeden Fall mit mehr Freude, oder? Dann haben wir die Trauben, die natürlich, die kommen im Keller, die haben das ganze Freude vom ganzen Jahr, das müsst ihr euch vorstellen. Das ist 6 Monate sicher, sind die Trauben am Reifen von aussen, oder? Und dann nachher ist das kein Problem im Keller. Und wir haben auch die Freude im Keller. Der Keller ist eher ein bisschen wie im Winter bei der Biodynamie. Die Wein im Winter, im Tank, das ist das Ausruheprozesse quasi. Wir müssen einfach ein bisschen Zeit geben an den Wein und dann läuft das alles perfekt. Euer Weinkeller hat ganz verschiedene Fässer. Kannst du noch mal ein bisschen sagen, warum ist das so? Man sieht, es ist also ein bisschen auch ein Versuchsfeld. Wir schauen, dass wir wieder möglichst eher auf natürliche Sachen zurückkommen. Der Stahltank, wie gesagt, ist, ich sage jetzt mal, noch von an und dazu mal. Aber die Holzfässer, die ja, leben halt einfach schon ein bisschen mehr. Und wir finden auch, dass der Wein einfach viel besser wird. Wir versuchen aber auch die Amphoren, ist auch etwas Natürliches mit Ton. Die Beton haben wir auch ausprobiert. Das Ei ist dann noch so der goldige Schnitt, wo auch etwas Spezielles ist. Wir versuchen da wirklich ein bisschen aus einer Sorte, zum Beispiel aus Räuschling, wo wir dann in den verschiedenen Behältern haben, einfach ein bisschen etwas Spezielles rauszuholen. Das heisst, ihr geht auch davon aus, dass die Form des Pelter irgendwie eine Rolle spielt? Macht sehr viel aus, vor allem auf die Hefe. Also man merkt das gut, wenn man einen schmalen, hohen Tank hat, ist natürlich der Druck auf die Hefe unten, wo quasi am Vergären ist, enorm. Und dann fängt es dann eben schnell mal an, ich sage jetzt nasse Socken, faule Eier und so schmücken, weil man merkt einfach, die hat zu viel Druck. Und dann haben wir ein Holzfass nebenzu, wo die Fläche viel grösser ist. Das ist einfach grandios, da haben wir nie die Probleme. Und ich denke, so etwas ist schon wichtig, dass man das sich auch ein bisschen im Kopf behaltet. Und wenn man jetzt einen Wiener reduktiv machen will, dann nimmt man eben halt
halt einen höheren. Und wenn ich aber einen Wein will, vielleicht ein bisschen fruchtiger, strahlender, dann tue ich ihn halt für ein Holzfass. Was heisst reduktiv? Reduktiv ist eben, wie gesagt, so ein bisschen, bei den Weissen eher so ein bisschen nasse Söcke, bei den Roten aber auch. Es sind einfach die Noten, die dann ein bisschen verhalten sind. Wenn ich jetzt ein Weinglas so ein bisschen an die Nase nehme, denke ich, schmeckt jetzt noch nicht gerade gut, schmeckt ein bisschen erdelig oder so ein bisschen einfach, es strahlt nicht so schön. Und da ist teilweise ein Vorteil, dass man zum Beispiel nicht so viel Schwefel braucht, gerade bei der Rotwein oder auch bei einem Weissen. Aber wenn natürlich der Kunde Flaschen aufmacht und dann nimmt, findet er, oh, die nasse Söcke, dann finde ich also nicht so spannend, oder? Und darum muss man irgendwo so ein bisschen das Gleichgewicht herausfinden, dass man einerseits ein bisschen reduktiv ist, aber zu viel dann auch nicht, weil es kann sich dann auch festsetzen. Und dir das Reduktiv, so ein bisschen der Wein, das macht den Wein auch länger haltbar. Und vor allem, wir brauchen viel weniger Schwefel. Also wir haben praktisch kein Schwefel in unserem Wein. Also reduktiv ist ein bisschen Sauerstoffmangel, oder? Das heisst, wenn man das nach biodynamischen Gesichtspunkten machen würde, dann wäre das ein bisschen weniger Ätherisches, oder? Wo da wäre, also mehr so ein bisschen das Herbe, das so, und das andere wäre mehr das Fruchtige, wäre mehr da. Und da probieren wir so ein bisschen 5 vor 12 ins Herbe zu gehen, ins Charaktervolle, ins Australische, kann man sagen. Ja. Ja, das ist wirklich das. Und wir haben nicht vergessen, der Wein hat verschiedene Leben, oder so quasi. Die erste Leben ist bei der Gärung, das zweite Leben ist, wir sagen l'élevage auf Französisch, also der Ausbau, oder? Ah, der Ausbau, ja. Und das dritte Leben ist in die Flasche. Und wir müssen schauen, dass der Wein, wenn der Wein in die Flasche kommt, weil nachher können wir nichts mehr machen. Wenn er mal in die Flasche ist, mit den Zapfen drauf, dann ist fertig. Dann ist der Wein frei, so quasi. Wie ein Kind, das 18 wird und geht raus vom Haus, dann fliegt er von sich selber, oder? Und dann müssen wir schauen, dass an dem Zeitpunkt natürlich ganz gut dann ist, oder? Jetzt sind wir da im Degustationsraum. Und man sieht da vor allem an der Wand mal euer ganzes Angebot. Kannst du schnell etwas sagen darüber, was man da sieht? Wir sehen da unsere Sortenvielfalt. Wie gesagt, wir machen nicht einfach nur ein Rot und Weiße, sondern wir haben also etwa 15 verschiedene Weine aus den verschiedenen Sorten, die wir haben. Das ist natürlich einerseits ein Haufen Arbeit, weil, wie ihr gesehen habt, da gibt es einen Haufen kleine Tänkchen. Aber andererseits ist es natürlich auch viel spannender für uns im Keller, wenn ich dann halt einen Riesling kann vergären und einen Chardonnay und dann noch einen Syrah. Ist das viel spannender, wenn ich einfach einen roten und einen weißen habe. Also irgendwo sind wir ein bisschen egoist und machen uns halt auch noch selber Spass. Wir sehen hier eine neueste Publikation, die 50 besten Schweizer Rotweine. Da unten sieht man, ist euer Wein drauf, ist eingekreist mit dem Kugi. Da steht nicht drauf, ob es Bio oder Demeter ist, sondern der Wein ist einfach da drauf, weil er gut ist. Ich sage jetzt mal, 50% der Kunden kommen vielleicht wegen dem Demeter, aber der anderen ist sowieso ein bisschen, ja, die sind noch nicht ganz so weit, dass wir das checken. Danke vielmals, dass wir bei euch sein durften. Gibt es noch zwei, drei wichtige Sachen, die ich gerne am Schluss noch unseren Kursteilnehmer sagen möchte? Etwas ganz Wichtiges, bildet euch weiter. Geht die Betriebe anschauen, wir waren gestern im Elsass, schaut ein bisschen fragen, dann teilweise auch Details anschauen, wie es ein anderer Winzer macht und wieso und warum er so macht. Dann zum Schluss aber wieder auf euch adaptieren, sondern nicht einfach kopieren und halt wirklich einfach ein bisschen schauen, wie und wie das so funktioniert. Ja, und am liebsten kommen wir vorbei. So bei einem Glas Wein kann man da wunderbar austauschen. Nie denken, wir wissen alles, immer offen sein für alles.